Wer bringt mich ins Bett? Wer bringt mich ins Bett? Da ist nichts. Komm schon. Stell dich nicht so an, ja? Leg dich wieder hin. Du bist doch kein Kleinkind mehr, oder? Leg dich wieder hin. Du bist doch kein Angsthase, ne? Angsthase, Angsthase, Angsthase. Leg dich wieder hin. Leg dich hin. Wir schaffen das heute alleine, Madame, ja? Leg dich wieder hin. Leg dich hin. Schlaf gut. Thank you.
sind zwei. Und wir sind ein Team. Das ist dein Paul und ich. Wir haben Feuerzeug, Streichhölzer, Wunderkerzen. Und wir haben meine Ideen. Rauchbomben. In der Schule. Und wir wissen auch, wie das geht. Man packt einfach alle Kräuter, die man finden kann, in ein kleines Taschentuch. Macht eine kleine Lunte hinten dran. Und man muss aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Sonst hat man schneller, als man denkt, die Klinge am Hals. Aber wir werden nicht erwischt. Nie. Und da gibt es doch dieses Chemielabor. Der Schlüssel dafür hängt direkt über dem Schreibtisch. Und um drei ist frei. Phosphor brennt gut. Magnesium brennt besser. Und dieses gelbe Pulver ist das Feuer selbst. Wir verteilen also das gelbe Pulver im ganzen Raum. Über die große Chemiebank, über die Stühle, die Tische, die Fensterbank. Wir machen eine riesige Lunte aus gelbem Pulver. Wer zündet es an? Echt? Boah.
Salut. 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 Ah, bonjour. Bonjour. Oh, ça va? Ça va. Oh, oh monsieur! Ich bin in Paris, am Fluss. Da, da sind die Paare. Sie küssen sich. Das ist Paris. Und da, hinter der Burke, da wohnen die Leute. Sie sind glücklich. Das ist Paris. Und diese Luft in Paris. Das ist ganz frisch und irgendwie hart. Das ist Paris. Und ich bin alleine. In meinem Zimmer. Ich schreibe einen Brief. Thank you.
Salut. 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 Ça va? Bien. Oui, ça va. Bien. Bien. Good. Ich gehe jetzt. Ich bin falsch hier. Völlig falsch. Ihr könnt mich nicht verstehen. Immer gerade dann, wenn ich angefangen habe, mich in einer Haut wohl zu fühlen, bin ich schon dabei, sie abzustoßen. Was mache ich denn hier? Ich bin falsch. Einfach falsch. Ich bin überhaupt nicht hier. Nicht wirklich. Ihr könnt mich nicht verstehen. Das sind doch keine Probleme. Luxusprobleme sind das. Selbstfindungsstörungen. Was mache ich denn überhaupt auf mir? Ich finde mir nichts. Ich bin falsch.
völlig falsch. Ihr könnt mich nicht verstehen. Immer gerade dann, wenn ich angefangen habe, mich in eigener Haut wohl zu fühlen, stoße ich sie ab. Ihr könnt mir noch nicht mal erklären, wie Hummeln fliegen oder wie Katzen schnurren. Aber ihr wollt mich verstehen. Ich bin falsch. Ich gehe. Wir sind 15. Alle bei mir zu Hause. Den ganzen Tag. Und wir spielen die ganze Nacht. Und ich bin der Spielleiter. Ich bin Darkman. Wir sind im Pub mit Mr. Johnson verabredet. Ich bin vorher da und checke die Location. Infrarotsichtbrille. Ich gehe in den Astralraum, verlasse meinen Körper. Irgendwelche magischen Auffälligkeiten. Critter, Foki, verankerte Zaubersprüche. Nichts. Ich kehre in meinen Körper zurück. Das Treffen mit Mr. Johnson läuft gut. Ich habe den Credstick mit 15.000 Yen in der Tasche. Der Rest ist eine Kleinigkeit. Ich war 17. Ich war auch 17. Wir saßen auf Matratzen hinter so einer Mauer. Wir haben die ganze Nacht Queen gehört. Ich war sehr schüchtern. Ich war mega aufgeregt. Zuerst waren wir 5, dann 4, weil zu 5 geht es halt nicht. Und ich habe gezittert am ganzen Körper. Und dann hat er meine Hand genommen. 3 Stunden lang durch die Stadt gelaufen. Ich war 15. Am Ende saßen wir auf der Treppe. 3 Monate habe ich auf den Moment gewartet. Der Moment,
an dem sich unsere Lippen berührt haben. Wir haben eigentlich die ganze Nacht nur unsere Hände gehalten. Und ich wusste, dass er wusste, dass ich noch nie geküsst hatte. Und ich dachte nur so, wow. Dieser Moment, das erste Mal eine fremde Zunge im Hals. Breath and breath. Wow. Eyes and eyes. Wow. Und dann kommt die Entscheidung. Das hat geprickelt im ganzen Körper. Und wir sitzen da inmitten von diesem Efeu. Und dann dieses Lied. Meine Hand geht hinten an ihrem Rücken. Und er nimmt langsam immer höher und höher. Sacht in seine Hände. I want it all. Jetzt. 2 Stunden hat das gedauert, bis ich dann am BH war. Und kommt immer näher. I want it all. Und immer näher. Die ganze Zeit so eine Latte. I want it all. Und dann dachte ich. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Jetzt wird das ernst. Und wenn das ernst wird, dann muss ich doch auch verliebt sein, oder nicht? And I want it now. Und dann habe ich sie geküsst. Alles. Bin ich aufs Klo gegangen. Ich sitze am Bett meines Vaters. Ich streiche über seinen Kopf. Er hat keine Haare mehr. Rechts piept es. Die Krankenschwester kommt. Die Infusion ist durchgelaufen. Diese Hände hatten Schwielen, weil ich den ganzen Tag Kies geschaufelt habe. Diese Ohren waren ganz rot, weil ich den ganzen Tag oder zumindest halbwegs telefoniert habe. Ich wusste schon lange, dass er eine andere hat. Aber ich habe mir etwas gesagt. Er schaute mich immer so an. Ich hatte Angst. Ich sitze am Bett meines Vaters. Ich halte Wachen. Ich kann ihm nichts geben. Ich kann nur Wache halten. Diese Faust hätte am liebsten in dein Gesicht geschlagen. Diese Fingernägel waren lang und blau. Sex hatten wir schon lange keinen mehr. Er wollte, aber ich konnte nicht. Alleine die Vorstellung, dass er dabei eine andere... Nee. In seinen Hals laufen 6 Schläuche. Antibiotika, Antipilzmittel, Chemikalien, Bluttransfusionen, Fett, Nahrungsmittel. Diese Füße sind über den Strand ins Meer gelaufen. Diese Wangen waren voller Tränen. Diese Hände haben ein kleines Baby gehalten, ganz, ganz frisch geboren. Wir lebten halt so nebeneinander her. Schliefen noch im gleichen Bett und so. Aber wenn er mich morgens küsste... Ich sitze am Bett meines Vaters. Dann hatte ich das Gefühl... Ich halte Wache. Diese Haare waren kurz, ich kann ihm nichts geben. ...keinen Menschen gab, ich kann nur Wache der mir fremder diese Hände hatten Schwielen, weil ich den ganzen Tag über seinen Kopf kannte. Oder er hat keine Ahnung, weil ich den ganzen Tag über Klippen gelaufen bin. Ich glaube, ich lächle. Diese Arme haben jemanden festgehalten. Dieser Zahn hat mir wehgetan, ich habe ihn bohren lassen, ohne Betäubung. Ich sitze am Bett meines Vaters. Diese Ohren waren rot. Ich halte Wache. Ich habe den ganzen Tag telefoniert. Diese Haare waren kurz, wie meine Skinhead. Als ich sah, diese Wangen waren voller Tränen. Dieser Zahn hatte Schmerzen, ich habe ihn operieren lassen, ohne Betäubung. Diese Hände hatten Spielen, weil ich den ganzen Tag geschaut habe. Diese Füße sind über den Strand ins Meer gelaufen. Diese Ohren waren rot, weil ich einfach zu viel zugehört habe. Dieser Zahn hatte Schmerzen, diese Hände hatten Spielen. Diese Augen, diese Haare waren kurz, wie meine Skinhead. Dieser Daumen ist bis nach Portugal getrennt. Diese Hände haben festgehalten. Dieses Herz lässt nicht los. Diese Haare waren ganz kurz, wie bei dem Skinhead. Diese Ohren waren rot.